Willkommen zu einem neuen Videoformat, um genau zu sein, zur Sealed Only Challenge. Doch ich werde diese Challenge natürlich nicht alleine machen. Nein, ich habe einen Partner bzw. einen Gegner. Und zwar der liebe CK Phoenix wird mein Gegner sein. Und ich hoffe, ich werde auch gewinnen. Doch was ist die Sealed Only Challenge eigentlich? In der Sealed Only Challenge bauen wir uns ein Deck zusammen nur mit Originalprodukten. Das bedeutet, wir dürfen uns keine Einzelkarten kaufen. Zusätzlich haben wir ein Budget gewählt und zwar 50 Euro pro Video. Das heißt, wir geben in jedem Video 50 Euro aus für Originalprodukte und hoffen eben, dass wir gute Karten ziehen bzw. unser Deck eben verbessern können. Und hier zur kleinen Anmerkung, da genau 50 Euro zu treffen ziemlich schwer ist, haben wir ausgemacht, dass wir plus minus 0 5 Euro machen. Bevor wir jedoch mit diesem Video starten, muss ich einen riesen Dank an Kartenmarket geben, denn die sponsern dieses ganze Projekt. Zusätzlich haben wir alle Produkte, die wir eben gekauft haben, von Kartenmarket gekauft. Falls ihr nicht wisst, was das für eine Seite ist, dann schaut einfach mal in die Infobox. Dort habe ich nämlich die Seite verlinkt. Jetzt sollte ja eigentlich alles besprochen sein. Nein, eine Sache noch. In der Infobox gibt es eine Abstimmung und zwar der Gewinner dieser Challenge wird seine beste Karte abgeben. Jedoch, was ist die beste Karte? Das werdet ihr entscheiden, indem ihr einfach mal in der Infobox eben auf die Abstimmung drückt. Dort könnt ihr eben abstimmen, welche Karte quasi der Gewinner am Ende der Challenge abgeben muss. Dieses Format wird jetzt erstmal 5 Episoden lang sein. Das bedeutet, 5 Videos kommen auf meinen Kanal und eben auf CK Phoenix Kanal. Und falls es gut ankommt, wird sicherlich noch öfter sowas kommen. Aber jetzt genug gequatscht, wir gehen in die Challenge rein. Zunächst einmal überlegt man sich natürlich, welches Produkt man sich kaufen sollte. Und hier, naja, aus meiner Sicht ist die beste Möglichkeit, man kauft sich eben 3 Structure Decks und ein Erweiterungsset, was einem sehr gut helfen könnte. Und ja, ich habe es schon mal gesagt, Dual Devastator ist da auf jeden Fall die beste Wahl aus meiner Sicht. Wir haben hier Handtraps drin und auch noch andere Karten, kommen wir gleich zu. Und bei dem Structure Deck habe ich mich entschieden dafür, Pendulum zu spielen. Ja, Order of the Spellcasters, Pendulum, the way to go, I don't know. Wir werden sehen. Das hier vor uns sind einmal die Produkte. Wie gesagt, wir dürfen nur 50 Euro ausgeben, plus minus 0. Wir haben hier dreimal das Structure Deck und einmal Dual Devastator. Ich werde die Summe auch einmal hier oben einblenden. Dort seht ihr die Gesamtsumme, die ich bisher ausgegeben habe, eben für dieses Deck. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze einfach mal und machen da einen kleinen Trick. Und ja, da haben wir es ausgepackt, ganz schnell. Wir sehen hier dreimal Structure Deck und eben alle Karten aus Dual Devastator. Und ich will hier einfach mal zeigen, warum wir das Ganze hier gewählt haben. Denn, ja, es hat ja einen Grund, warum ich das Ganze gekauft habe. Und zwar, wir fangen hier an. Wir haben hier halt die Handtraps, was einfach sehr, sehr geil ist. Natürlich sowas wie halt einfach Winter Sherrys kann man vielleicht nicht ganz so gut gebrauchen, da man eben das gleiche Extra-Deck haben muss. Aber Karten wie Ghost Ogre, Ash oder Bell oder andere Karten sind sehr gut. Synchros ebenfalls nicht verkehrt. Exceeds, man weiß nicht, wie das noch wichtig werden kann. Link-Monster, auch immer gut, hier so einen kleinen Start zu haben, ein kleines Setup quasi. Und hier noch mehr Handtraps, die wir natürlich auf jeden Fall spielen wollen. Und dann sogar gewisse Side-Karten bzw. Anti-Karten, was auch sehr, sehr gut ist. Aber ich würde sagen, ich glaube, es ist klar, warum wir das gekauft haben. Warum wir hier das Pendel Structure Deck geholt haben. Naja, es ist natürlich der beste Einstieg eben erstmal für Pendulum. Und wir haben hier auch sehr gute Karten allgemein. Wir haben einmal die Endymion-Karten, die natürlich an sich schon sehr, sehr gut sind. Auch hier der Searcher, sehr, sehr geil. Und wir haben natürlich Servant, sehr, sehr gute Karte. Und man sieht hier einfach, man hat hier einen kleinen guten Start. Ich finde es eigentlich ganz, ja, einfach ein guter Start. Die Spellbook Engine könnte vielleicht noch relevant werden später. Hier jetzt natürlich ein bisschen blöd. Wir können zwar die Spellbook Engine spielen, aber ohne Draw Power. Ein bisschen schlecht. Vielleicht für in Zukunft kann man da mal gucken, ob man nicht vielleicht irgendwie die Draw-Karte sich ranholt. Und Pot of Desires als gutes Staple, da kann man sich einfach nicht beschweren. Und das sind die Karten. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal mein Deck. So, dann gucken wir uns einfach mal das ganze Deck an. Wir haben hier einmal das Main Deck. Side und Extra kommen wir gleich zu. Und ja, was haben wir einfach? Wir haben ein Level 4 Monster, was eigentlich sehr gut ist. Low Scale, Search Stunt, sehr, sehr gut. Natürlich, unser Boss Monster dreimal muss. Servant einmal, hätte ich gerne dreimal gespielt, aber geht halt nicht. Super Effekt, beste Karte, wenn wir damit starten. Ist schon sehr gut, wir können ihn aus dem Deck holen und haben ein Negate, was sehr stark ist und er kann nicht zerstört, wenn er nicht getargetet werden. Sehr, sehr broken.
Dann haben wir hier dreimal nochmal eine Low Scale. Wir brauchen definitiv noch mehr Low Scales. Hier dann die High Scale natürlich. Und die Effekte sind auch gar nicht mehr schlecht und kommen. Und wir haben einfach auch nicht so viele Monster als Optionen, die man halt wählen kann. Dann haben wir Inspector Border, falls wir Going First gehen müssen. Sehr gute Floodgate-Karte. Wir sind ein Pendel-Deck. Das bedeutet, wir können pendeln. Das bedeutet, ja, die Fiends bzw. Vanities sind sehr stark. Wir pendeln einfach irgendein Monster raus, tributieren das, rufen das. Floodgate, let's go. Prankatops, gute Karte, brauche ich nicht drüber reden. Außerdem haben wir nicht gute Alternativen quasi. Dann haben wir noch ein Kaiju, um einfach nervige Monster des Gegners loszuwerden. An Handtrap Engine, Diddy Crow, Ghost Ogre, Ash, Wailer und Bell. Ja, alle One-Offs, weil sind alle halt nur einmal in Duel Devastator drin. Hätte natürlich lieber drei Ashes oder so gespielt, aber ja, ne, geht halt hier nicht in dieser Challenge. Dann haben wir hier als One-Offs von den Zauber- und Feinkarten, wir haben Solemn Strike, gute Karte, um was aufzuhalten und auch Effekte aufzuhalten. Lost Wind, auch sehr gut, wenn der Gegner halt mit Extra Deck spielt, kann man halt dementsprechend nochmal benutzen, also eine doppelte Karte, sehr gut. Mind Control, um Monster loszuwerden, passt auch sehr gut mit meinem Extra Deck zusammen. Dann ein Cosmic Cyclone, Backrow Removal sollte man vielleicht doch haben. Wir haben zwar theoretisch Prankatops, aber es ist ein bisschen wenig, würde ich sagen. Und ja, theoretisch können wir natürlich noch durchbouncen sozusagen, aber ja, nee, ist schon ganz gut, glaube ich. Dann haben wir hier Zauber-10-Marken verteilen. Auch nicht optimal, aber Leute, wir haben halt nicht bessere Karten. Müssen wir spielen und wir brauchen eh Zauber-10-Marken für unsere Monster. Das bedeutet, passt her. Pot of Desires halt dreimal. Warum dreimal? Ja, wir wollen sie sehen. Wird auf 2 noch gehen, keine Angst. One of Terraforming, brauche ich nichts zu sagen. Dann Zitadelle dreimal brauchen wir, ist halt auf jeden Fall ein sehr wichtiges Element. Gerade halt natürlich mit unseren Zauber-10-Marken. Und dann der Searcher, der ultra broken ist, weil er Servant searchen kann und Zauber-10-Marken verteilen kann. Was will man mehr? Definitiv muss dreimal zu spielen. Ah, das ist das Main-Deck und jetzt kommen wir zum Extra- und Side-Deck. Hier sind wir jetzt beim Extra- und Side-Deck und ja, brauche ich nicht groß viel sagen. Link 2 ist halt passend mit Zauber-10-Marken. Dann Synchro-Monster, wir haben eine Handvoll. Brionak zum Outen, wir haben Hyros eventuell halt, um Monster zu klauen. Clearwing, wir haben Scarlight, einfach um halt quasi vor Game gehen zu können. Und Trishula. Und falls jemand jetzt fragt, wie will ich überhaupt Synchro-Monster rufen? Ja, es gibt in diesem Deck eine Option, Synchro-Monster zu rufen, und zwar mit den Handtraps, denn die sind ja fast alle Empfänger. Also hier könnte man eventuell Synchro machen. Und wir haben eh nicht andere Karten, von daher passt das. Exceeds haben wir sehr spielstark. Wir haben Tornado-Drache, Castell und einen Beast-Dweller. Wir spielen nicht viele Level 4er. Darauf zu kommen, kann passieren, muss nicht, aber sind natürlich spielstarke Karten. Und man wird in Zukunft sehen. Bei den Link-Monstern, den anderen, haben wir eine gute Option. Wir haben hier halt für Link 4 Bomberdrache. Super gut. Falls wir einfach mit Mind Control ein starkes Monster nehmen oder ein Link 3 Monster des Gegners, dann können wir einfach Bomberdrache machen. Gute Karte. Skulldread, falls man bei Pendel zu viele Monster hat. Der Talker, auch sehr gut halt. Erstens für OTK und zweitens, ja, braucht er auch nur 2 Effektenmonster. Was natürlich noch mehr für Mind Control gedacht ist, ist halt der Laden. Er braucht halt einfach nur 2 Monster. Beschwörungsbedingung ist ganz einfach. 2 Pfeile nach unten. Sehr gut halt für die Panel-Beschwörung. Also sehr, sehr gut an dieser Stelle. Und Underclock-Taker, der durchaus den OTK drücken kann, durch eben seinen Effekt. Dann kommen wir hier noch zum Side-Deck. 3 Lockbirds, weil die hat man halt im Structure-Deck. Sehr, sehr cool. Dann Lancia. Habe ich eine One-Off, ist gut für Banishing, ne? Den Canceler, falls ich merke, dass mein Gegner halt sehr viele Zauberkarten spielt, können wir ihn einfach pendeln und der Gegner kann keine Zauberkarten aktivieren. Könnte spielrelevant sein. Book of Eclipse. Ist eine nette Karte, um irgendwelche Problemkarten zu booken. Stiller Friedhof. Ja, Friedhoflocken. Called by the Grave. Könnte man sogar Main spielen, aber ich weiß ja nicht, ob mein Gegner Handtraps hat oder nicht. Falls ja, kommt sie natürlich im Side rein. Falls nein, bleibt sie vielleicht draußen oder wenn der Gegner halt mit dem Friedhof arbeitet, dann natürlich auch Called by the Grave. Dimension Ground, Friedhof. Zauber- und Feinkarten-Removal natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und genau aus diesem Grund haben wir hier auch Typhoon, Heavy Storm, das ist dann Red Reboot. Wir haben zwar schon Cosmic Cyclone Main, aber hier halt dann noch mehr Backrow Hate. Dann nochmal halt für ja, Exceed Panel Fusion oder Pendel oder Ritual halt. Also wir haben hier Dimensionsbarriere und halt Verbinden auch noch sehr gut halt, wenn der Gegner spammt. Und there can be only one, natürlich auch super Karte. Muss man aufpassen, würde uns auch selber treffen. Ja, ich habe es jetzt einfach mal ins Side-Deck gepackt. Why not? Also wir haben ein paar Alternativen noch, aber nee, das ist jetzt so mein extra Side- und Main-Deck. Und dann wollen wir mal sehen, ob dieses Deck reicht, um in der ersten Episode vielleicht schon CK Phoenix im Duell zu schlagen. Zeit für ein Duell. Oha.
Oha. Okay. Oha, that's interesting. Ja, ich fange wieder an mit Normal Mathematician. Oha, krass. Okay. Effekt. Immer ein guter Starter, oder ne? Ja. Ja, ne, da kommt die Wendy gleich wieder. Da ist die Effekt. Ja. Ich muss überlegen, was ich mir setze. Sekunde. Ich habe jetzt in beiden Duellen einfach eine Karte doppelt in der Starthand und nicht eine, die man doppelt haben will. Also Squamata setze ich. Ja. Also verdeckt wahrscheinlich, ja. Ja. Dann Shadow Fusion. Er hat auch immer eine Fusionskarte. Jedes Mal. Ich überlege, was mache ich? Was mache ich jetzt? Na, wen rufst du? Ja, ich habe ja theoretisch mehrere Optionen. Das ist richtig. Ja gut. Oh Machen nein! wir. Nein, tu's nicht! Nicht die Wall! Doch. Nein! Shekinaga. Nein! 3000 Defense, scheiße! Effekt Squamata. Ja. Du möchtest, dass das Duell lange geht, oder? Vielleicht habe ich ja so wenigstens mal eine Chance. Sende ich Hedgehog, Hedgehog-Effekt. Ja. Suche ich. Na, was suche ich denn? Das ist nicht so schön. Noch ein Squamata. Dann setze ich zwei und Ja. dann bist du. Ja, er setzt auch noch zwei. Übertreibe halt völlig. So, da wollen wir mal gucken, wie wir das Ganze hier handeln wollen. Schwierig. Ich sag's so, wie es ist. Schwierig, schwierig. Was kann der nochmal? Wow, bringt mir gar nichts. Das ist halt super stark. Das ist halt echt shit. Das ist so shitty shit. Naja. Ja, Shiginaga ist halt eine Wall. Komme ich halt. Ich weiß gar nicht. Doch, ich habe ein Out, 100%. Aber der kann auch negaten, ne? Spezialbeschworenes Monster-Effekt, ne? Vom Extra-Deck oder Ja. spezialbeschworenes Monster generell? Wenn der Effekt eines als spezialbeschworenen Monsters aktiviert wird, solange du Ja. eine Schattenpuppenkarte in deiner Hand hast, du kannst die Aktivierung annullieren. Falls du dies tust, zerstöre das Monster, dann lege eine Schattenpuppenkarte von deiner Hand auf den Friedhof. Ja, GG, sage ich dazu. Dann aktiviere ich mal mein Magister in der Pendel Ja. Scale. Und dann möchte ich gerne Spell Power Mystery aktivieren. Ist Ja. das okay? Ja. Kriegt ja zwei Counter. Dann hole ich meinen Servant natürlich. Gute Karte, habe ich gehört. Soll ganz nett sein. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Die Karte ist ganz brauchbar. Ja, leider habe ich echt nicht so viel. Aktiviere ich Servant, ist das okay? Ja, auf die Aktivierung. Ja, jetzt kommt's, ja. Mal Trent wissen, ist das dein Ernst? Ist das dein verdammter Ernst? Oh mein Gott. Ich meine, was soll ich machen? Uff, Also, ja. Scheiße. Oh Mann, ist das ein Quick-Effekt? Das ist kein Quick-Effekt. Ja gut, das ist natürlich ungünstig. Ja, schön, freue mich für dich. Ich hoffe, du hast Ja, aber Spaß. ich frage mich, was du noch hast. Du hast wie viel Hand? Zwei? Eine. Ah, okay, Skamato, okay. Das macht jetzt nicht so viel, das ist schon mal beruhigend. Ja, dann aktiviere ich mein Ab, ja. Hier. Ich weiß gar nicht, was. Ich Abdukter. weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, magische Entführerin oder so. Kann aber sein, dass ich falsch liege. Keine Aktiviere ich Ahnung. Cosmic Cycle auf deine verdeckte Karte. Eieiei. Oh mein Gott, das ist ein guter Hit. Kriege ich einen Counter? So, jetzt die Frage. Ah, das geht ja nicht. Warum ist die Scale 3, Mann? Ich kann meine Monster nicht pendeln.
Ja, toll, du bist dran. Okay. Dann. Twin Set und zack. Der 2-5, ne? Ja. Oh, das tut weh, würde ich sagen. 6, 4, 5 bin ich schon. Oh, er hat du? Echt eine Set-Karte. Okay, ich zieh. Das ist dreist. Der 2-5, oder? 2-6. Ja, übertreib halt. Aber ich habe noch eine gute Karte, weil ich habe die zweimal Starthand gezogen. Spell Power Mystery. Ja. Und die verteilt, erstmal kriegt er einen wegen einer Zauberkarte und dann darf ich ja pro eigene, das heißt, ich kriege nochmal 2 Counter extra. Das sind dann 4. Yes. Und damit hole ich mir, ich brauche eine Highscale. Ich brauche dringend eine Highscale. Das ist eine Lowscale, ne? Okay. Also Servant und Magister sind beide Stufe 3, richtig? Ja, genau, das ist halt voll dumm. So genau die Scales, die halt alles kaputt machen. Aber ich meine, was will man denn machen? So, ich kann ja da nichts gegen sagen. So. So, dann möchte ich gerne den Effekt von ihr nutzen und entferne 3 und darf mir ein Pendelmonster adden. Yes. Ja, das ist schon gut. So. Du hast doch eh wieder irgendein Twin-Death-Set oder so. Habe ich richtig Angst vor, jetzt wirklich. Also ich meine, wenn ich den aus dem Structure-Deck habe, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich 3 davon habe, ne? Ja, nee. Habe ich mir schon gedacht, dass du irgendwie 3 hast, so. So. Ja, dann aktiviere ich die Scale. Ist das okay? Yes. Okay, dann möchte ich jetzt gerne da geht ja nichts draus. Mit gern. Hand hast du immer noch eine, ne? Ja. Wie viel Defense hat die Karte? 2,6, ne? Also Attack 2,6, Defense 3000. Und der hat keinen ATK-Boost oder irgendwie Zerstörungsdings oder irgend sowas in der Art. Nö. Okay, das ist gut. Dann würde ich gerne jetzt Pendel beschwören. Yes. Dann möchte ich jetzt eine Normalbeschwörung durchführen. Und Fiend war ja langweilig eben. Ich meinte, wenn es die, deswegen nehmen wir jetzt Fiend. Ne? Dann gehe ich in den Battleface-Angriff. Ja, professionell wie es ist. Kameras sind beide ausgegangen. Deswegen jetzt hier nochmal direkter Angriff mit Fiend. Und ja, dann bist du dran. Ne? Ja. Also, mehr Hard-Counter geht halt einfach nicht, ne? Ja, tut mir leid. Aber das ist so, also das Ding ist halt, ich habe keine effektiven anderen guten Karten. Also, es gibt keine anderen, die ich habe einfach. Also, das ist schon Hard-Draw. Was? Ja, okay. Ja, gut. Set Monster Pass, boah. Was soll ich machen? Okay, Händel ich. Und ja. Normal beschwöre ich. Also pendel ich auch. Wäre dumm, normal beschwöre ich zu racen. Dann, ja. Wie viel Defense haben die maximal? Skamato hat 1,8, oder? Attack. Also. Defense hat er 1000. Was hat Falco? 1,4. Also keiner hat über 1,8, oder? Ariel hat 1,8. Ja, okay. Aber sonst hat keiner über 1,8. Nee, ne? Ich überlege gerade. Ich glaube, nee. Also, wenn du mich jetzt anlügst, ne? Reflection-Angriff. Er ist Esquamata. Ja, okay, der hat 1,85, deswegen. Dann Angriff, 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 das wäre ein Game. Ja. Und das war auch schon das erste Duell. Ich glaube, ich habe einen guten Start hingelegt. Jedoch, falls ihr wissen wollt, wer gewonnen hat in diesem Match, müsst ihr jetzt auf CK's Phoenix Video klicken und schaut noch in der Infobox vorbei. Dort ist eben die Umfrage verlinkt und ebenfalls ist dort eben der Sponsor zu finden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.